Hallo, guten Tag. Silent Hill 3. Hat das Spiel mit dir gesprochen? Ja, hallo. Ja, nochmal schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schöne gute Nacht. Herzlich willkommen. Wer guckt denn After Dark am Tag? Niemand macht das. Es sei denn, du wartest lang genug, dann wird After Dark Early Morning. Ja, stimmt. Aber wo ist die Grenze? Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Was ich weiß, ist, dass ich mich sehr freue, nach 800 gefühlten Jahren endlich mit euch beiden, Fabian und Simon, endlich wieder spielen zu können. Ja. Haben wir zuletzt Silent Hill 2 gespielt oder haben wir Resident Evil Village gespielt? Boah, also Village war Mai 2021. Ich würde sagen, Silent Hill 2, glaube ich, im Sommer. War Silent Hill, ne? Ja. Ja. Und jetzt haben wir es Sommer 2022. Und was ist da Zeit für? Silent Hill 3. Geil. Boah. Da habe ich wenig Erinnerungen dran tatsächlich. Ja? Ist gut, vielleicht hilft dir dieses Zitat. Sie sind gekommen, um Zeuge des Anbeginns zu sein. Die Wiedergeburt des Paradieses, ausgeplündert von der Menschheit. Da klingelt schon. Ich habe noch einen, der wird dir sicher helfen. Erinnere dich an mich und auch an dein wahres Ich. Oh. Erinnere dich an das, was du werden musst. Diejenigen, die uns mit blutigen Händen in das Paradies führen wird. Diejenige, Entschuldigung, ganz wichtig. Also irgendwas von wegen Paradies, ausgewählt, Chosen One und arme Heather direkt mittendrin in dem alten Supermarkt. Der alte Supermarkt. Das ist und vor allem alle Kassen sind voll mit Leichen. Sind das eigentlich schon Spoiler, die man im Intro hier sieht die ganze Zeit? Es sind eine Handvoll random Erschreckungsszenen. Also achte da nicht drauf. Was wir vorneweg noch mal sagen müssen, Simon, du und ich, wir hatten ja Silent Hill 1 hier auf dem Sender gespielt. Mhm. Fabian, du bist zu Silent Hill 2 dazugekommen. Mhm. Silent Hill 3 knüpft jetzt an die Story von Silent Hill 1 ran. Also wenn wir da noch Fragen hatten, ich weiß nicht, wie du vertraut mit Silent Hill 1 bist, Fabian. Ich habe das erst durchgespielt vor einiger Zeit. Okay. Ja, sehr vertraut. Ich habe sofort das Pferdekarussell eben erkannt, aus Teil 1. Gleich direkt erkannt hier, ja. Als wir geplant haben, dass wir es hier machen, kurz zur Info, ich habe mir überlegt, welche Version spielen wir denn am ehesten. Das Ding ist, es gibt ja das HD Remaster für Xbox-Plattformen und andere Sachen und das ist leider nicht so geil. Mhm. Ne? Das hat zwar dann 16:9 von Haus aus, aber eine neue Synchro bekommen, hat teilweise Bugs mit drin, hat Grafikfehler und so weiter. Und am sinnigsten ist es, ich habe meine PS2-Version genommen und die haue ich jetzt mal durch einen Emulator hier durch, der ist mit 8K rendert für uns. Weil die Modelle echt immer noch ganz gut sind. Es kann sein, dass es vielleicht, also ich habe eine Stunde testweise mal gespielt und es ging ganz gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten, würde ich präferieren gegenüber der HD Collection. Wenn das irgendwie sich ergeben sollte, dass es abstürzt, nachdem wir eine Session oder so gemacht haben, würde ich es wahrscheinlich noch mal mit der HD Collection bis dahin spielen, damit wir dann weitermachen können. Okay, ich hoffe nicht, dass dazu kommt. Es ist gut, dass du dieses Commitment hier on camera gegeben hast, dass wir wissen, du spielst dann noch mal hin, wenn das irgendwann seitdem, geht. Du hättest sagen müssen, wir, und dann geben wir es weiter. Das royale Wir. Ja, einfach irgendjemand, die Fuß. Lass uns einmal kurz schon mal direkt dann aufs Ingame draufgehen. Und für mich ist das totale Flashback jetzt zu Giga-Zeiten, weil ich das sehr gerne bei Giga gespielt habe. Und ja, ich habe es auch durchgespielt sogar und habe es mehrfach dann bei Giga auch immer wieder mal so hier und da einen Schnipsel gezeigt. Man hatte ja immer nur diese 5 Minuten, 8 Minuten. Mhm. Und hier waren dann auch so Atmo-Takes, weil hier kann's ja wunderbar einfach nur erstmal, ich werde nicht spoilern, aber am Anfang kann man halt viel rumlaufen, einfach nur atmen. Mhm. Und das war immer sehr schön. Ich würde für uns jetzt erstmal, wir können wie bei Silent Hill 2 bestimmen, wie schwierig die Action und wie schwierig die Rätsel sind. Ich würde auf Standard. Normal, oder? Ja. Ich finde es auch immer so wie gedacht. Weder brauchen wir besondere Hilfe, noch haben wir uns was zu beweisen. Genau. Eben in dem selbstablaufenden Intro waren auch schon gute Mucke und so. Es wirkt Soundtrack wie ein Musikvideo. Soundtrack ist sensationell. Genau wie beim 2, richtig, richtig gut. Aber ihr habt das jetzt auch lange nicht mehr gespielt, oder? Den ersten Teil? Es ist 20 Jahre fast. Und bei mir ist es nicht ganz 20, aber auch schon doppelte Jahreszahl. Aber selten, dass du was nicht mal wieder gespielt hast vor ein paar Jahren. Das Ding ist, ich bin wesentlich mehr in Silent Hill 2 drin als beim 3er. Mhm. Wer ist das denn? Ich weiß ja echt fast gar nichts mehr. Ist gut. Frisch und neu. Ja, das ist das Einzige, was mit dem Emulator maximal ist. So leichte, ein bisschen leicht anders gerendert, die Unschärfefilter beim Eingang. Aber ansonsten war es recht präferabel. Es hatte aber auch eine richtig schöne Optik auf der PS2. Also das sieht jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, aber das kommt schon nah ran. Ja, Modelle. Gerade die Modelle, ne? Ja, gerade sind keine Texturmods oder so da. Die Modelle selber sind jetzt nur hochskaliert. Ne, ich meine die Texturen an sich, ne?
waren auch schon schön. Die sieht aber auch fertig aus. Schon direkt am Anfang. Das ganze Lernen für die Abschlussprüfung ist es wahrscheinlich. Ja, das ist Heather. Sie ist in einem Amusement Park angekommen. Ja, es ist auch sehr ungewöhnlich, dass man kein Intro hat und das direkt so losgeht, aber das stimmt tatsächlich. Aber alleine schon, ja, wir haben ein paar Optionen gehabt, jetzt gesehen, von wegen Steuerung her. 3D und 2D, ich glaube beim 2er war es auch so. 3D ist die Panzersteuerung, wie wir sie kennen. Ich habe so mal ein bisschen rumprobiert, wo ich das Zeug eingerichtet habe. Ich habe das Gefühl, ich eier ein bisschen herum mit dem Analogstick. Ist das jetzt die 3D-Steuerung? Die ist frei, ne? Das ist die 3D-Steuerung, also keine Panzersteuerung? Doch, das ist 3D ist Panzersteuerung, ne? Also oben nach vorne. Und du hast ja teilweise auch mal die wechselnden Kameraperspektiven. Ja. Ich kann aber auch die Kamera hinter mir drehen, zur Not. Und ich kann auch in einen Schleichmodus gehen. Das ist auch ganz nice. Oder warte mal, das war hier. Oh, konnte man laufen und kämpfen hier gleichzeitig? Ja, ne? Also gucken wir mal. Nee, du bleibst schon, glaube ich. Du meinst wie in Resident Evil 6? Ja, doch, ja. Hier, guck mal, wie es geht. Ja, da konnte man springen, glaube ich, das war da neu. Ja, ich kann hier schon mal, Moment, hier am Anfang haben wir ein bisschen mehr Equipment tatsächlich, wo wir ein bisschen rumprobieren können. Mit der Knarre hier und du hast auch einen Abwehr-Move hier anscheinend. Hä, verschwindet die Knarre dann einfach oder sah das nur so aus? Nee, sie macht so eine. Genau, sie hält sie davor. Nein, bitte schießen Sie nicht. Ja, und dann schießt sie wieder. Sicherheitshalber damit. Ja, alte Trick. Synchro ist wie üblich auf Englisch. Ich habe es bei deutschen Texten gelassen. Ich glaube, ich am einfachsten für die Zuschauer dann auch. Oh, ach du Scheiße. Hat das Lock-On oder so? Wenn du drückst, hast du automatisch warte mal. Im Visier oder so? War nochmal laufen hier. Ah, Viereck, okay. Ich check gleich mal. Er ist vielleicht auch nicht so smart. Du doch, hast ja, hat es. Ah, siehst du, das ist gut zu wissen. Also, ich glaube, er ist weg. Nee, der lebt. Nee, er kommt wieder, ne? Wo ist er? Wo ist er? Der ist hier rechts irgendwo rein. Da. Ah. Alter, was ist das denn? Oh, da ist ja auch was hinter mir. Holy shit. Steh auf. Ja, aber die Lichtspielereien sind schon sehr schön durch die Lampe, die sie hier hat. Ansonsten ist es todesdunkel. Wow. Alter, der Klumpi. Ja, der Klumpi. Der hat zwei so riesen Hähnchenschenkel. Ist das, was passiert, wenn Klumpi dein Handy in die Hölle kommt? Ja, das ist die menschliche Form von Klumpi, meinem ehemaligen Handy. Das ist der Dönermann. Das ist so eine Mischung aus Slender und Döner. Jetzt bringt er den Döner mal mit an seinem Arm oder so und dann sagt ja, natürlich, genau. Weiß ich, du musst halt eigentlich das Messer sein. Er macht aus dir das Messer. Ist ein Duo immer mit den Messerhändemann, ja? Und da gibt's nochmal lecker zu essen, wenn die beiden zusammenkommen. Ja, wie gesagt, es ist die Standard-PS2-Version. Man sieht vielleicht so ein bisschen, schaut mal auf die Poster-Texturen oder so, die sind schon ein bisschen geringer. Aber was die Charaktere angeht, kann man sich echt nicht beschweren, jetzt mit hochskaliert. Genau, der Rest, also die matschigen Sachen sind wirklich diese Standard-Texturen, die man gar nicht mehr irgendwo, wie du meinst, ne, Poster, irgendwelche, hier so irgendwelche Wände, das kann man schon, finde ich, ertragen. Aber man sieht schon natürlich einen derben Unterschied dazwischen, aber das ist halt so. Ups. Es ist so ein bisschen wie, wirkt auf mich ein bisschen wie ein Dreamcast Remake, ne? Oder dann meistens kein Remake, sondern konvertiert. Ja, nicht alle Spiele sind dazu geeignet, die jetzt mit höheren Auflösungen fahren zu lassen, aber ja, ich finde jetzt okay. Hier für. Wow. Gerade diese Szenen sehen doch top aus. Für die Zuschauer hier, insbesondere mit den ganzen Effekten, wenn die vernünftig gerendert werden, halbwegs. Ist das schon richtig nice. Der Nebel ist auch schön. Also auf jeden Fall bisher das schönste Silent Hill in dieser Reihe, die wir gespielt haben. Wow, mein Freund. Sagt mal, das ist doch jetzt schon gerade so eine Art Albtraumsequenz oder so. Da kommt gleich schon nochmal so ein Reset-Moment, ne? Ja, ne? Ich erinnere mich nämlich echt gar nicht mehr dran, wie die Story hier anfängt. Ui. Ist aber auch ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Das gibt's also, ja dass häufiger, man damit anfängt. Ja, heutzutage ist es so ein typisches Tutorial, aber und es fungiert hier vielleicht genauso, aber mich hat's immer ein bisschen gestört. Dass man nicht ein melodisches, stimmungsvolles Intro hat, sondern so den Horror quasi schon direkt präsentiert bekommt. Mhm. Weil dann ist dann natürlich später, wenn sich wieder alles wandelt, ist es nicht mehr so der Flash. Man weiß ja eh, was kommt, aber
Man hat das Gefühl, es wird was gespoilert. Es kann sein, dass es der Kontrast vielleicht ist. Beim zweiten Teil haben wir ja vergleichsweise sehr ruhig mit dieser Raststätte angefangen, wo wir langsam in den Nebel gegangen sind. Und hier kriegst du schon mal gleich ein, ja, eine kleine Vorschau. Die Frage ist, braucht es das? Oder haben die, also haben sie es gemacht aus Tutorial-Gründen oder weil sie einfach was anders machen wollten als bisher? Ich habe eher das Gefühl, als hätten die anderen Spiele angeguckt und gesagt, ey, die haben so ein Tutorial, das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie lange damals natürlich Teil 2 und Teil 3 auseinanderlagen. Die kamen ja schon wahrscheinlich relativ schnell nacheinander. Knapp 2 Jahre sind es ungefähr. Vielleicht bewusst ein bisschen anders machen. Ja, kannst du euch tatsächlich ein bisschen was habe ich im Hinterkopf, weil Silent Hill Teil im neuen Retro-Club-Buch ist. Und da habe ich noch ein bisschen was über die History geschrieben und mich da ein bisschen reingelesen. Teil 3 war ursprünglich mal geplant in der Planungsphase als Rail-Shooter. Weil der nee, die das ist ja gerade noch. Die sind die noch aus der. Das war die Idee, ja. So ein bisschen. Naja, vielleicht sind sie darüber zum Vergnügungspark gekommen. Das kann sein, ne? Also, kennst du doch dieses frühe PSVR. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das war doch ein Until Dawn. Until Dawn, du sitzt in der Achterbahn und schießt dann ganz gut. Ich finde, Horrorspiele sind für Rail-Shooter super. Kannst du echt viel damit anstellen. Und es wurde aber dann nach einiger Zeit dann doch noch auf ein traditionelles Spiel umgebaut, das eben, weil der zweite leider finanziell nicht so erfolgreich wie der erste war, an den ersten Teil jetzt erstmal storytechnisch anknüpft. Ja, aber das ist auch Konami. Die wollten einfach keine Klasse, sondern einfach Masse. Die wollten Geld. Ach, das war damals noch anders. Ich glaube nicht. Ich glaube, die waren schon immer so ein bisschen drauf. Na, am Ende haben sie ja gezeigt, wie sie wirklich denken. Ich finde dieses Albtraum-Trope einfach mega überholt und auch in Spielen kann ich's, genauso wie das Verlieren der Rüstung, kann ich irgendwie nicht mehr ertragen. Das ist halt auch lange her schon. Mein Gott, ich halt's Maul. 2003 war es noch nicht ganz, war es nur ein bisschen ausgelutscht, noch nicht so sehr. Ein bisschen, ja, angelutscht. Ich fand, wie heißt die nochmal? Heather? Heather ist hier, ja. Ich fand Heather immer eine schöne, irgendwie eine interessante Figur, auch. Sie macht ja auch das Gesicht und ich empfand sie immer als irgendwie einen interessanten Charakter. Wir werden ja gleich noch sehen, auch in Kombination mit anderen Charakteren, finde ich sie irgendwie echt nicht so schablonenhaft wie manche andere Videospiele. Ne? Das ist ja auch ein Merkmal der Silent Hill-Reihe. Ne? Das kriegen sie wirklich ganz gut hin. Ja, der Typ wird immer gerne gezeigt, guck mal, was für Grafik die PS2 hatte. Aber zeigt das Telefon nicht zu. Nicht das Telefon nicht zu, zeig es nur ganz kurz. Sorry, I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. Ist ein bisschen spät, ne? Not interested. Er macht's aber auch nicht geschickt. Ja, kein guter Detektiv. Nee. Er ist besser im Beobachten mit dem Fernglas aus der Ferne. Da ist er auf jeden Fall besser. Following me? Do I have to scream? Ja, wirklich. Das Klo. Das macht sich besser. Mhm. Ja, steh vor der Frauentoilette, mein Freund. Nicht mehr die Krawatte richtig hier angezogen. Einfach nur Schluffi. Sehr gute Schluffi. Save-Punkte. Ah, ja. Willst du hier kennen? Ich speichere mir hier kurz ab. Können mal gucken, wie wir uns abwechseln. Können auch gerne jetzt schon tauschen oder zur Werbung. Folgenweise machen. Kein Controller-Night. So. Mal kurz die Plätze durch. Und ich überspeichere mal meinen Testspielstand. Das finde ich gut.
Den anderen auch kommen. Wieso? Zur Sicherheit, beide kommen. Dann schreiben wir dann aber den Zweier beim nächsten Speichern. Soll ich einmal kurz einfach den 17er machen? Nein, dann bin ich sofort raus. Okay, nachher. Genau, wenn Fabian das nicht erwartet ist im letzten Mal. Ich bin ausgerutscht. Du weißt, wir werden es machen. Ich schätze, da ist jemand drin. Ja. Sie musste offensichtlich gar nicht. Ja, sie versuchte zu fliehen vor Dougie Boy. Aber er ist Detective. Straße voller Kisten, ich komme nicht durch. Als ob du da nicht drübersteigen könntest, ne? Ich. Warte mal, ich dreh mal um. Ja, das ist natürlich, ich könnte jetzt nicht auf die Mülltonne klettern und dann drüber springen. Ja. Braucht man nicht unbedingt. Kann man ewig rennen ohne Erschöpfung? Ja doch, du wirst auch erschöpft, glaube ich, nach einiger Zeit. Ja, das also sieht aber nicht so aus. Wolltest du da nicht reingehen? Erstmal gucken. Du kennst ja auch alle. Na, man geht den Weg erstmal zu Ende und guckt. Das ist eine Hilfe. Vielleicht sollte ich drumherum gehen. Auch egal. Ups, drumherum ist ja nichts. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Das ist eine gute Frage. Ja, diese Stiefel sind auch so ein typisches Videospiel-Heldinnen-Trope, oder? Mhm. Ich sehe die nicht mehr wirklich in Filmen, ich sehe die eigentlich in Spielen ständig. Was ist denn mit Turnschuhen? Vor allem, das muss stinken. Ich sag dir, guck dir das mal an, den ganzen Tag latschst du in diesen hüfthohen Dingern. Ja. Also ich sag dir, wenn du den mal den ganzen Tag getragen hast als junges Mädel, kannst du nachher ordentlich gut Geld machen bei eBay damit. Ja, das ist das einzige Argument, was ich gelten lasse. Ich brauche die für OnlyFeed. Gibt's OnlyFeed wahrscheinlich? Ja, klar, schon, gibt's, ne? Klar gibt's das. Ha! Feedfinder! Du kannst dich erstmal reinfühlen in das Business, wenn du bei OnlyFoot dich anmeldest und erstmal ein Zeh ins Wasser halten. Und dann steigerst du dich auf OnlyFeed. Genau. Es gibt nichts mit Fingern, leider. Es gibt keinen Fingerfetisch, oder? Also, das ist voll komisch. Füße sind doch auch nicht besser als Finger. Weil man die immer sieht. Sag das den Fußfetischisten, ja? Ich glaube, ich wette, da gibt es Diskussionen innerhalb. Warum sind wir so? Das denke ich auch. Oh. Schieß halt. This is America. Ich bringe euch Liebe. Ich muss an der Stelle gleich direkt mal loben, wie geil eigentlich wieder das Charakterdesign ist. Ich finde diese Dönerarme schon echt toll, aber dieser Gesichtsstumpen, ja. Das hat ja sowas, sie als Frau wird belästigt, es hat so ein bisschen was Sexuelles auch, dann bewegt sich das Ding auch so penisartig. Ich will nicht sagen, dass das die Idee dahinter ist, aber ich mag zum Beispiel, dass vorne nicht noch irgendwie quasi Klauen sind oder Zähne, sondern dass das so eine plane gerade Fläche ist. Das ist so, wirkt non-threatening irgendwie, aber gleichzeitig willst du nicht mit dem Ding knutschen, obwohl es eigentlich nichts hat, was gefährlich ist, oder? Mhm. Vorne, na guck mal, es hat die Stumpen. Ja, es stimmt, aber es hat sehr viel Kraft, so. Das würde ich mit einem Schlag wahrscheinlich einfach platt hauen. Wie so ein Gorilla, ne? Mit seinen Unterarmen. Oder glaube ich auch. So vielleicht so eine Art mutierter Elefant mit seinen großen Tree Trunks da unten. Ja, ist sicherlich nicht ungefährlich, aber normalerweise geht man ja den Weg von möglichst viele Klauen, den Resident Evil Weg, ne? Also viele Klauen wie möglich, ganz viele Augen, packt da alles voll mit und dann siehst du es als bedrohlich an. Aber es geht über so einen subtileren, so als ob man nicht genau sagen kann, warum, aber man findet es einfach irgendwie eklig, bedrohlich und ja, einfach widerwärtig. Ne? Oh nein, das finde ich widerwärtig. Da fängst du wieder an. Das möchte ich nie apropos wieder sehen. Widerwärtig. Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr auf Karten. Das ist immer dasselbe.
Podcast. Lass uns doch mal reingucken. Oder haben wir schon gesehen, welche Türen wir... Wir müssen jetzt natürlich erstmal alle Türen ausprobieren, bevor wir weitergehen, oder? Ich sterbe innerlich. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Problem mit Karten hast. Ja, ich mag es überhaupt nicht, diese... Also die Areale im Vorfeld zu sehen, finde ich extrem... entmuntert ist kein Wort, ne? Es entmutigt, entmutigt mich. Ja, aber du weißt, du weißt sofort... Das überfordert mich. Zu 90%, dass du eh da nicht durch kannst durch die Sachen. Ja, aber du weißt nicht was. Und das Gefühl ist, oh Mann, ich muss da überall durch. Oh, wird das ein Stress. Obwohl man ja das Spiel spielt, um genau das zu erleben. Aber wenn man es so... wie so eine To-Do-Liste vor sich sieht, habe ich da immer ein Problem mit. Hundi. Weißt du noch, wir haben, also du rennst gerade, mach mal weiter. Ja, ja, mach ruhig. Aber wir haben ja Deep Fear, haben wir ja zum Beispiel gespielt. Das ist ja so ein alter Klassiker. Der und wir haben dann aufgehört und mich hat vor kurzem jemand gefragt, warum wir nicht weiterspielen. Ach echt, ich hab nicht weitergespielt? Ey, weil die, wir haben uns da ständig verlaufen. Ja. Karten sind furchtbar, es gibt nicht solche Ergänzungen. Und wir hatten dann irgendwann wirklich keinen Bock mehr, weil wir nur noch hin und her gelaufen sind. Mhm. Und es ist schade. Ich meine, es tötet einfach einen Spielspaß, wo es das nicht muss. Ich fand das, ich habe es vor einiger Zeit auch mal gespielt. Nee, das ist halt sehr slow. Entschuldigung, das von der Weile. Die vier habe ich mal angefangen. Ich fand es von der Idee her cool, auch dieses Sauerstoffkonzept, aber irgendwie war, dem merkst du schon auch sein Alter einfach an. Ja, das ist schon nochmal echt eine Stufe zurück hinter dem hier. Kannst du dich an diese eine schwule Figur erinnern? Wie die wurde so ganz cool synchronisiert. Leider und sehr, sehr klischeehaft. War sehr, sehr schlimm. Also für uns war es echt unangenehm. Ich von wegen, wir haben uns auch daran erinnert, wir haben das in den 90ern mal gespielt und nicht wirklich Details. Und da kommt auf einmal dieses Klischee. Und man sollte meinen, dass man sich an sowas erinnert, ne? Mhm. Über Always a Jill Sandwich, daran erinnerst du dich, aber daran nicht. Das war schon komisch. Naja. Okay, ach, da oben ist eine Tür. Okay. Das mit dem Jill-Sandwich war da, wo sie von den Wänden zerdrückt wurde, ne? Ja, genau, als sie die kaputte Uzi da. Ja, es waren eindeutig die Wände, genau so war das, ne? Ja, ja, die Wände. Gregor, weißt du schon wieder nicht, wo du hin musst? Ja, ist das eine Tür? Das ist so gemein, weil wir würden alle rumeiern. Warum ist denn der Pfeil eigentlich so groß für sie, sodass sie immer die halben Räume verdeckt? Ja. Feuersicheren Läden sind drunter. Ich komme nicht weiter. Das ist wahrscheinlich von der anderen Seite. So, wo waren wir? Sie war auf der Toilette, kommt wieder raus. Sie ist ja raus durchs Fenster, geht wieder rein ins Gebäude und dann ist alles komisch. Ah, guck mal, da ist ein Treppenhaus, wo ich nicht lang gegangen bin. Warte mal, kann ich reinzoomen? Siehst du das hier? No? Wo? Da in der Mitte, da wo das Treppeneigen ist. Da ist die Tür, durch die ich nicht gegangen bin. Ich muss jedes Mal, wenn jemand Treppenhaus sagt, höre ich diesen alten Late Nights. Rechts durch die Tür, links, okay. Late Nights Einspieler, wo sie auf einer Treppe stehen, Party machen. Der Denzel, Nils und Ede. Treppenhaus. Auf allen Stufen müsst ihr grufen. Treppenhaus. Oh Gott. Den hast du nie gesehen, der war wahrscheinlich. Gut. Ja, es war 90er, aber war gut. Aber ich höre den jedes Mal, wenn jemand Treppenhaus sagt, höre ich diesen Einspieler in meinem Kopf. Da ist er. Treppenhaus. Da stehen sie heute noch in Düsseldorf, ne? Guckt ihn euch an, er ist nicht so schlecht. Wo findet man das noch? Na, gib Treppenhaus ein und vielleicht Late Nights noch. Aber dann, irgendeine gute Seele hat es doch immer irgendwie hochgeladen. Oh. Ich hör's doch schon. Ja. Würde ich, glaube ich, erstmal lassen. Bin ich schon an zwei Türen vorbeigelaufen. Uiuiui. Man möchte ihn sich eigentlich angucken, aber man haut automatisch durch ab. Ich glaube, der ist jetzt... Weißt du, was mich ein bisschen daran an diesen Viechern irritiert? Was denn? Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, die so zu verbinden. Also wollte jemand... also was ist... Ist das einfach... Ich nehme an, das ist eine Designentscheidung, aber... Ja, mich erinnern die so an wie die Hunde aus The Thing, aus dem 80er-Film. Ja. Wenn da so dieses Gesicht auseinandergeht. Mhm. Auf jeden Fall, aber mich machen diese Verbandsmullbinden irritieren mich. Weil ich frage, was dahinter die Geschichte ist oder ob es einfach nur darum geht. Ich glaube, das ist solche Stretchfolie vom Umzug. Die waren ja vielleicht gerade beim Umziehen. Kann sein. Dann ist der Hund in diese Folie gerannt. Ja, dann wurde konserviert für 400 Jahre und ist mutiert. Ja. So ist es. Gut, ich hätte euch direkt fragen sollen... Treppenhaus. Zu allen Stufen müsst ihr rufen. Treppenhaus. Das fetzt. Die 90er. Manche sagen 90er. Das war eher 2005, ne? Mit den geilen Tricks.
Manche sagen, sie raven noch heute. Ja, guckt es euch noch mal ganz an. Da kommen noch viele gute Tracks aus der Trackliste. Ist sehr viel Lust, sehr viel Humor in diesem Sketch. So. So, wir haben gerade getrocknetes Rindfleisch gefunden, womit man Monster ablenken kann. Also, hast du es in dem Hund gefunden? Nee, es lag, nee, lag daneben, glaube ich. Was ein Zufall. Ja, was ist, liegt denn da drin? Oh, ein Stück Darm. Das brauche ich bestimmt noch. Na gut. Kann man das werfen oder legt man das ab? Ich glaube, man legt es ab, wenn ich mich nicht erinnere. Hab hier natürlich, ich habe schon ein Messer gehabt. Ich glaube, ich habe das nie benutzt. Und eine Knarre. Ich glaube, ich habe das nicht einmal benutzt. Ich erinnere mich da auch gar nicht dran. Und ich habe meinen Hausschlüssel und den Anhänger vom Papa. Schenkte mir diesen Anhänger zu meinem Geburtstag. Gehört zu den Dingen, die mir viel bedeuten. Wer ist der Papa oder der Anhänger? Beides. Also, beides wahrscheinlich. Also da wir den Anhänger sehen, der Anhänger natürlich. Okay, ja. Wir reden auch erstmal nicht über Papa, ne? Machen wir nicht? Okay. We don't talk about okay. Dad. Ja. Hier liegt schon ein Stück Rindfleisch. Deshalb war der Hund wohl anscheinend so erpicht darauf. Warte mal, da liegt ja auch noch was. Irgendwas, sie guckt müsste eigentlich eine Karte der Umgebung sein. Oh, ne? So wär's bei Resident Evil. Ich bin durchs Blut gelaufen. Oh, es gibt Stapfen hier, Blutspuren. Ja, und die werden weniger? Ja, nee. Du kannst 10 gleichzeitig auf dem Screen haben. Genau. Ja. Mehr kann die PS2 nicht. Ja, wusstet ihr, dass bei Resident Evil 2, da konnte auch die Engine damals nur 9 Zombies darstellen aus technischen Gründen. Wirklich, Fabian? Ja, 9. Das ist ein Fakt, den kann man sich gerne mal merken. Ich dachte, es wären weniger. Was hast du denn gedacht? Ich nicht. Ja, 6 wäre eine gute Zahl, oder? 8. Ich bin für 8. Lass uns an dieser Stelle doch mal eine kleine Werbung machen. Wenn wir zurück sind, geht's weiter mit Silent Hill 3. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. So, da sind wir wieder zurück. Heather hat sich schon schöne Warteanimation, so ein bisschen seitlich hingestellt. Mhm. Ne? Das ist gut für die Gelenke, glaube ich. Ist es gut für die Gelenke? Wenn du abwechselst, ne? Ich glaube schon. Okay. Mal so, oder? Mal so, ne? Dann wird alles gleichzeitig verschlissen. Bei den Schuhen, sage ich dir, ist es eh alles schlecht. Die braucht Einlagen ohne Ende. Ja, wir können natürlich gleich gucken, wie wir tauschen oder ob wir dann abwechseln. Ach, spiel erst nächste Folge. Nächste Folge macht dann ich. Oder wenn du stirbst. Yikes! Ah! Okay. Man versucht zu erkennen, aber ist das so der ewige Rundrücken? Ist der quasi so. Das ist einfach überzogen mit so einer Haut und in Wirklichkeit sieht es aus wie so ein Kind, was. Ja, der wurde zum Monster beim Schnürsenkel zubinden. Ja, weil er hatte dabei gerade richtig Rückenschmerzen bei. Ich dachte eher bei diesem Anime-Run. Weißt du, während dieses Anime-Runs, der ist doch so. Ne? Ach so, wie, der Typ, der dann komplett im Spandex-Anzug ist. Nur der Kopf und die Beine. Okay, an den dachte ich. Der ist gut, ja. Was liegt da? Ist das eine Rasierklinge? Ja, gucken wir mal. Ups. Es ist. Ein Schlüssel? Ach, Schlüssel. Ja. Teil eines Schlüssels? Ich glaube, es ist, wenn meine Arme doch länger wären, könnte ich ihn erreichen. Ich könnte mich natürlich auch hinknien und könnte es einfach da rausziehen. Das ist viel zu viel. Ja, oder du könntest mit einem Finger kurz den so anschnippen. Kommt man doch dazwischen. Mich nervt die Begründung viel zu viel Mühe. Es ist ein Schlüssel in einem Adventure. Natürlich ist es jede Mühe wert. Das macht mich fertig. Gesundheitstranks und Patronen. Was sind das Blaue und das Rote da drüben? Rubine, ne? Waren sie? Schön, wie ihr Kopf auch immer hingeht. Hier, ne? Ja, das sind Säuregranaten und nein, ich kann sie gar nicht benutzen. Feuer und Säure, ne? Ein magischer Kreis. Nein, das Buch ist nicht der Grund, es ist der Altar. Altar, was denke ich denn? Was denkst du denn? So, oh, Speicherdaten 12. Nein, auf der 2, ne? Mhm. Wie haben wir? Wir hatten recht viele, oder? 40 oder so? Wenn wir jedes Mal einen neuen machen. Richtig gut. Nice. Geil, 40. I like it. Ob uns 40 mal speichern reichen würde, um es durchzuspielen? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Doch, ich glaube, das schaffen wir. Knapp. So massenweise Zeug. Ich habe noch mal Heiltränke und mehr Patronen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas schon habe zum Verwenden. Nee, da brauchst du sicher ein Stäbchen oder irgendwas. Ja. Das merken wir uns. Schön, dass das auf der Karte markiert wird, finde ich eine Verbesserung gegenüber. Ist es da drauf? Ah ja, genau, da mit dem roten Kreis. Genau. Das ist sehr gut. Also der Fuß-Johnny steht noch draußen. Ich müsste die Türen auf der gegenüberliegenden Seite mal angucken. Einfach rausgehen, links, links. Ja. Und dann den Gang lang. Ja. Ups. Okay, das geht nicht. Und, ui.
Sehr gut. So, habe ich alle gekriegt wenigstens? Ich glaube ja, ne? Die, ja, da ist, ist das noch Spiel eine jetzt pausiert, wenn du auf die Karte eine schwarze Tür. Ja, ne? Wie bitte? Ist das Spiel jetzt pausiert, während du die Karte offen hast? Ja. Ein Glück. Ist ja kein, ja, ist ja kein Dark Souls. Naja, aber weil man ihn die ganze Zeit bei der Stöhnen hört. Oh, da waren gerade. Hast du alle? Okay. Ja, ja, ich hatte. Okay. Ich check nochmal. So, warte mal, ich so, bin jetzt aus der, Exit-Tür gekommen. Hinter mir könnte ich das Treppenhaus angucken. Oder nach rechts bei. Ja. Geh mal nach rechts. Überall hin. Ich gehe kurz, ich mach kurz die linken. Okay. Wo ist er? Schon da, da ist er. Da kann ich mir die noch angucken. Okay. Okay. Sehr gut. Können wir nach rechts. Schön abgehakt. Wie geht er auf? 100 Pro. Ach. Die trägt auch kein Smoking. Das passt gut. Sunshine Princess ist zu. Überall sind die Schlösser kaputt. Yikes! Aber erstmal gucken. Oh! Beim Text ist er trotzdem weitergelaufen. Das war nicht cool. Helens Bäckerei. Die ist offen. Oh, lecker, lecker Brot hier. Crispy Toasted Bread. Everything on sale. Ein Werbezettel. Knusprige, krustige Brote. Jetzt krieg ich Hunger. Kann ich das mitnehmen? Mm-mm. Vielleicht kann man damit den Schlüssel dann so rauswählen. Aber ach, es wird irgendwas nicht, Offensichtliches ne? sein. Ein Löffel ja. oder ein Stock. Einfach. So ein Dönerarm, den du mitnehmen kannst. Ach. Oder, aber das ist sehr, für eine Bäckerei. Muss doch irgendwas auch zum Mitnehmen sein jetzt. Das ist Brot. Oh, ein Stück, oder Stücke Pizza. Dann noch Donuts. Und Good Taste Flour. Aber was guckst du dir an? Das ist Brot. Ich habe keinen Hunger. Da drüben die Zange, die ist für den Schlüssel gedacht. Oh, ist sehr gut. Hammer! Jan. Gutes Auge. Ein Zange, ja, dann holen wir den Schlüssel auch gleich. Adventure-Auge. Ja. Wenn wir schon. Wir wissen noch nicht mal, wofür der Schlüssel ist, aber wir wollen ihn. Okay, das ist. Ich gehe vielleicht erstmal. Ich glaube, hier kann man drumherum gehen. Dann würde ich den Rundweg einmal machen. Ist natürlich sehr Amerika-zentriert, das ganze Spiel, fällt mir auf, weil zum einen diese Vergnügungsparks, die doch schon sehr, auch wirkt auf mich sehr amerikanisch, aber auch diese Mall ist natürlich so ein typisches Ding. Wir hatten auch eine Mall in Silent Hill 1, wenn ich erinnere, Simon. Na, da war auch so ein ganz kurzer Part in einer zerstörten Mall. Genau. Das wird nicht. Also es gibt manche Orte, die sich ein bisschen doppeln, aber ich kann mich erinnern, dass doch vieles neu ist und zumindest Orte innerhalb Silent Hill sind, die man noch nicht gesehen hat. Ach, Nathalie Schuhe. Ui! Jetzt kann ich bei Nathalie Schuhe nicht gucken. Oh, mein Freund! Jetzt gucke ich doch bei Nathalie Schuhe. Der ist zu. Uiuiui. Oh, jetzt merke ich schon, sie wird ein bisschen müde. Ah, und hier waren wir schon, ne? Sunshine Princess. Dann ist wieder zurück, glaube ich. Dann ist hier, okay, dann haben wir die Runde gemacht. Okay. Ich glaube, du hast auch alle Türen gecheckt, oder? Ich glaube, ja. Ja, nochmal, kann nochmal gucken. Das war gut abgehakt. Da ist die eine große Tür, da bin. Ach nee, das könnte die rote Tür die für den Schlüssel sein? Die auf der, in der Westseite? Das könnte sein, und da unten habe ich, glaube ich, noch nichts gecheckt. Was war denn da? Aber es kann da, sein, wo diese zwei Pfeile sind, was ist denn da? Das war die Bäckerei, würde ich sagen. Da, was war der andere Raum, wo die rote Tür ist? Das ist abgeschlossen? Das könnte sein, ja. Also ich habe den Text. Ach so, ja. Ich habe mich nicht auf den Text konzentrieren können. Ich konnte sie nur nicht aufmachen. Ich schätze mal, da wird wahrscheinlich wirklich der Schlüssel hierfür sein. Okay. Okay, also komplett nach links durchschlängeln. Ja. Denk dran, da ist noch der komische Typ. Ja. Da ist er. Und zwar hier. Mein Freund. Und Kupferstecher. Hier? Ich frage mich, weil hier jetzt die Monster sind. Mhm. Ist das jetzt die Silent Hill Schattenwelt oder ist es die? Eigentlich noch nicht. Konvergiert das so ein bisschen? Ja, ich frage mich das häufig, ob es dann sieht ja noch normal aus jetzt gerade die Welt. Sie ist ja aufgewacht in einem Restaurant, aber hat dann mit diesem Douglas interagiert. Ne? Wir haben aber keine anderen Menschen gesehen, außer jetzt hier die Monster und ein paar Leichen, die hier herumlagen. Also ich kann es auch nicht so direkt sagen. Ja, es ist ein bisschen, als würden sie sich die Freiheit lassen, das so im Wagen zu lassen, so. Ja, aber ist auch perfekt natürlich dafür. Ne? Es ist genau das richtige Item. Richtig gut. Und endlich macht's mal einer, dass man es auch benutzen kann. Kein Bock auf Brot. Auf Schlüssel hat sie Bock. Mhm. Der gute alte Zangi. Ey, das ist so ein Item, das könnte in jedem Videospiel
Verwendung finden und gut sein. So eine Zange. Eine Zange? Ja, gibt's selten, aber tatsächlich. Ja, so viel haben wir nicht gemacht. Ich glaube, die können wir drüber saven. So, wieder zurück und wir probieren mal diesen. Oh, wie viele denn noch? Alter, eine Herde. Holy shit balls! Ja, weil du jetzt den Schlüssel hast, deswegen müssen wir wahrscheinlich auch nie wieder hier in den Gang. Ja. Okay, wo ging's raus? Geradeaus. Auch neu ist hier ja eigentlich, dass man eine Schusswaffe hat, oder? Wenn ich mich recht erinnere, gab's ja relativ wenig. Doch. Einige da, also ja, schon, oder? Aber ja, doch, doch. Sicher? Da die, also du hast beim, ja, also beim zweiten haben wir spät mit Schusswaffen, glaube ich, eingestiegen, sind wir da, weil wir ja mit Rohren gehauen haben. Recht, es gab im ersten Teil da war das schon. Nein, da gab es welche. Ja. So, okay. Lass mal gucken. Das hier ein wahrscheinlich. Ne? Da, ich kann mich erinnern, dass hier zum Beispiel, glaube ich, sogar eine MG gibt oder so. Und ich dachte einfach nur. Ja, eine Uzi, hast neu. Du auch. Aber ich weiß nicht, ob es eine Uzi dann vorher gab hier. Ne? Also bei den alten Teilen. Ja, weil ich eigentlich sagen will, aber ihr habt schon recht, ihr habt mich da gerade runtergeholt. Aber ich meine damit, es hat so eine Stufe mehr, was so die Action angeht, wurde versucht, okay. Da habe ich auch das. Wir Gefühl, brauchen ja. jetzt mehr Geballere. Die anderen machen es auch. Fand ich damals aber nie so geil. Ich hätte lieber. Ein kultivierteres Nahkampfsystem gehabt. Ja, genau. Das ein kultivierteres, weil dieses stumpfe immer draufkloppen genau. war jetzt auch nicht so geil in den Spielen davor. Nö, aber man hätte es richtig noch mehr auskosten können. Vielleicht, naja, was weiß ich. Ist ja egal. Hier in der Bücherei, wir haben lauter Shakespeare gefunden. Dann musst du da richtig einsortieren in das Regal. Wahrscheinlich. Aber erstmal, wie überall in der Bücher, beim Bücherverkäufer, Munition. So, und hier, du kommst nur rein. Wenn der König Dänemark sich schlafen legt oder so. Fair is foul and foul is fair. Put these books out of order. Was könnte das bedeuten? Das ist Macbeth. Ja. Also fair is foul and foul is fair. Ich kenne nur MacGyver. Ist das nicht mein Problem, ne? War der Sohn, ja. Sie ist abgeschlossen. Ah, warte mal. Sind das okay? Also, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Müssen ja, aber heißt das instinktiv so die PIN-Nummer von meiner EC-Karte? Aber hier. Wenn da jetzt ein Ausschnitt von Macbeth ist, dann muss man doch wahrscheinlich die Bücher in die richtige Reihenfolge bringen und also, ja. gucken, wie finde ich daraus jetzt. Nee, nicht da. Nicht hier. Oh, es kann vielleicht sein, wenn wir die einstellen, dann haben wir wahrscheinlich Zahlen wie 1 bis 5. Das mal, genau, du musst sie in das Ding einräumen. Ja, jetzt müssen wir den Part finden, wo wir einräumen können. Ich glaube, da, wo sie lagen, da war so eine Aussparung. Ja. ja. Irgendwo. Hier waren sie. Ja. Ja, du hast recht. Der einzige Ort, an dem es ist. Aber war diese Ansage wüst ist bla und bla ist wüst, soll, heißt das, man muss sie vielleicht falsch herum einsortieren? Und wir probieren das einfach mal aus. Wir mal aus. Wenden. Ah. Ah, auf welchen müssen Sie das Buch stellen? Shakespeare Anthology 5. Machen wir mal andersrum? Ja, oder ich glaube, darum geht's. Einfach mal andersrum. Einfach andersrum. Ah, guck mal, siehst du hier? ja. Hä? Ja, warte mal, man sieht ja, also hier bei den Kleinen siehst du es nicht, aber das sieht ja aus wie der Anfang hier, ne? Eine 0. Ah, ja, okay. 4. Ja, 4. So, ja. Das ist eine 4. Nee, noch nicht. 9, doch. Es könnte auch 4-1 sein. Nee, es war schon 4-1, glaube ich, oder? Ja. Machen wir es anders. Das wäre 5 hier. Ich glaube, es ist eine 1. 4-1 ist es gar nicht. 0-4-1-5 oder 0-4-5. 0-4-1-5, würde ich sagen. Ja. So, hier. 0-4-1-5. Okay. 4-5-1-2-3. Also die End. Wie wären wir auf die Lösung gekommen sonst, wenn wir das jetzt nicht visuell gemacht haben? 0-4-1-5. Ist Trümpf. 0415. War das Code Veronica? Ne, ich musste jetzt. Oder nee, da war's das war König Bube, Beak Double Ass. Ja, ich war König Dame. Kriegst du auch nicht das ist richtig lange her? Ja, sehr lange her. Das war noch im Keller, ja, oder? Ja, 1. Alter. 5. Und trotzdem könnte ich es jetzt nicht mehr rezitieren, obwohl ja, du hast die Melodie schon sehr nah dran jetzt damit. Ich wäre diese Kartenmotive schon die halbe Miete. Ach, wie heißt sie denn nochmal? Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Claudia, Claudia. They have come to witness the beginning. Ah, das ist das Zitat von der Verpackung. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. Im Englischen besser als im Deutschen. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know?
I am Claudia. So what? Remember me. And your true self as well. Wie geht's deinem Schäferhund? Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. I don't get it. Kein angenehmes Soundkulisse, muss man sagen. Ja, viele Türen zum Checken. Ja, einmal an der Wand entlang. Bisschen Angst, dass hier auch Gegner herumlaufen. Das klingt so, ne? Sind da wirklich keine? Das macht mir jetzt Unbehagen, muss ich sagen. Ja, aber es ist eine gute Kulisse. Ist genau das. Wo bin ich von hier gekommen? Ja. Steht da hinten was? So, habe ich links gecheckt. Ja, ne? Ja, nächste links dann. Ist das alles halb so schlimm mit deinen Türen, Simon? Weil die gehen eh wieder zu 80% gar nicht auf. Ja, aber das macht mich auch ein bisschen nervös. Ich finde das so, logisch schwierig nachzuvollziehen, dass all diese Schlösser kaputt sind. Dann mach doch einfach nicht so viele Türen dahin. Ja, das frage ich mich aber seit dem ersten Teil. Das war schon immer so. Vielleicht empfinden die Befriedigung in diesem Abchecken der Türen. Irgendjemand muss das gut finden. Das weiß ich auch nicht. Noch nicht alle Türen gecheckt. Genau dafür machen sie es. Geh ich wieder raus. Man sich ärgert. Kann die Tür. Ja. Ah, nicht alle Türen gecheckt. Oh Mann. Na gut, das konnte ja keiner wissen, dass das ein Aufzug ist jetzt. Ja, bewegt sich jetzt der Aufzug oder die Welt drumherum? Ich glaube schon, der Aufzug. Es wäre ein Riesenaufwand sonst. Das Radio. Ah, er hatte nichts an, außer dem Radio. Ah. Kann ich wieder hochfahren? Es gibt keine Tasten. Alright. Hui. Is this a dream? It's gotta be. Du Scheiße. Not even a kid could believe in this. But when am I going to wake up? Die kommen okay. Ja, sind sicher Gegner. Okay, erstmal gleich links von mir gucken. Oh. Okay, vielleicht auch nicht. Ist deine Lampe aus? Ich glaub, du hast noch keine, oder? Ich hatte, im Traum hatte ich eine am Anfang, ne? Ja, aber ich hab hier keine Lampe. Keine mehr, stimmt. Noch nicht. Oh, saven, das ist gut. Gut, gut. Ich habe eine Ampulle. Ampulle war mehr Health, ne? Also nicht allgemein mehr Health, aber dass man mehr heilt, oder? Gucken wir mal. Oder war es so ein permanent Upgrade? Weiß ich nicht.
Ja. Nee, war nicht. Er lässt alle Schmerzen verschwinden, also ein Full Heal. Das ist nur genau. Ja. Wir haben zwei Normal Heals. Es wird blau dargestellt. Vielleicht sollen wir hier mit dem Rindfleisch arbeiten, wenn da so viele Hunde draußen sind. Ja, aber dann wirst du sicherlich. Kann man es ja mal. Aber ja, eine Lampe wäre jetzt geil, muss man sagen. Das ist wieder der Topf. Der Kopf tut mir weh. Jetzt, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Das scheint so ein bisschen der rote Faden auch zu sein, ne? Dass sie immer stell dir vor, Speichern sich an was hängt. Irgendwie Symbol, was bedeutet das? Genau, beim zweiten war es ja, glaube ich, auch so, sobald du diese Safe-Symbole angeguckt hast, irgendwann ist irgendwas in dir, kommt hoch. Das stimmt. Ne? Das ist hier wohl so ähnlich geartet. Ich denke gerade dann, wenn diese Spiele heutzutage rausgekommen wären, dann hättest du Achievements, dass du jede einzelne Tür checken musst, oder? Ja, oh, geil. 100 Pro. Hast du gerade geil gesagt, Fabian? Ja, ein bisschen hat geil gesagt. So, oh, ist da was dran? Ja, ja, oh, ja, Mann. Oh, geil, richtig geil, cool. Geil. Ordentlich Gesundheitsdrink. So, also. Toilette. Ja, kannst nach rechts runtergehen. Ich würde nach rechts runtergehen und aufs Beste hoffen. Und dann links. Ups, wir sind ja noch gar nicht durch. Okay. Ich glaube, du hast gar keine Türen getroffen. Ja, glaube ich auch nicht. Ja gut, man hat natürlich auch den Bauplan der echten Welt. Deswegen passt das ja nicht. Ja, es kann sein, genau. Wir gucken jetzt in den echten Bauplan. Ja. Deswegen sind manche Türen einfach zugemauert. Und, ja. Und das könnte der Gang vor allem sein, wo wir vorhin gewesen sind im Einkaufszentrum. Ei. Oi, oi, oi. Okay. Ist das hier, soll ich mich hier verstecken eigentlich? Einzige Raum, wo Licht ist. Also ich versuche das Ballern erstmal zu vermeiden. Ja, ne? In der Regel musst du ja hier die Leute nicht töten. Oh, Warnung. Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Das ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Ja, ne? Ja, würde ich jetzt. Du hast ja alle Items, ne? Okay. Oh. Ah, jetzt passiert was? Nee, doch nicht. Also, kannst Simon, wir haben auch unseren Kontrollmodus, unser Fernseher ist sehr dunkel. Ah, jetzt sehen wir aber das Item oder was auch immer es ist. Ja! Geili. Gut. Okay. Der Regie sagt mal Bescheid, ne, wenn es aber scheint vom Gamma-Wert okay zu sein. Hier der Fernseher ist unser Fernseher ist sehr dunkel. Also, ich habe hier das der Vorteil beim Emulator, ich kann intern noch höher die Helligkeit drehen, als sie eigentlich wäre. Das hast du aber auch gemacht. Das habe ich gemacht, genau, ohne die Kontraste jetzt zu zerhauen. Das ist da oben wieder. Ja, sind wir unten im ersten Stock, also amerikanisches Erdgeschoss. Deshalb, ich würde umdrehen und erstmal wieder weiterlaufen. Ja, da kannst du aber durch, oder? Ja. Holy shit! Oh, vielleicht solltest du mal so einen Speck hinlegen. Ja. Ja. Moment. Ja, Mann. Ich hoffe, der ist jetzt zum Speck gesprungen. Ja, ich glaube schon. Aber auch nur die Hunde, nehme ich an. Jetzt bin ich hier durchgekommen. Ich finde die Orientierung gerade sehr schwierig. Nee, bist du nicht hergekommen. Ah, ein Kleiderladen, ne? Waren wir hier nicht? Nee. Ah, doch, das ist das, wo wir jetzt sind wir wohl in der Schattenwelt. In der richtigen Welt haben wir hier die Pistole gefunden, wenn ihr euch erinnert. Stimmt, das ist genau die Ecke, ja. Das ist die Ecke hier. Was liegt da? Schraubenschlüssel? Nee, es sieht nur unwichtig. Oder es sieht aus, als ob es was wäre, aber anscheinend nicht. Nee, aber sie guckt irgendwo anders hin, ne? Oh, da. Ah, eine Kleiderbügel. Ah, den hätten wir beinahe verpasst. Ups, warum? Oh, ich bin Gregor. Die L- und R-Tasten sind sehr empfindlich auf dem PS5-Bett. Ich habe das Problem, wenn ich es nur ein bisschen berühren, schon bist du in der Bereitschaftsstellung hier. Oh, kugelsichere Weste? Weste, geil. Okay, kann ich echt? Das einfach so? Da stand eine kugelsichere Weste.
Okay, und deine Jacke ist sie schwer, aber sie anziehen. Ausrüsten. Wahrscheinlich bist du aber sehr langsam dadurch dann. Betriebsschalter, das finde ich auch sehr gut. Ach, ja. Geht, oder? Bist du überhaupt langsamer geworden? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, aber ich müsste mal hin und her probieren mal. Es kann sein, dass sie ein bisschen langsamer sieht es aus. Ja, für einen Speedrun würde ich sie vermeiden, aber ansonsten scheint das nur gut zu sein. Ist da gerade was durch die Tür gekommen? Das ist lang so, ne? Ja. Ja, aber du hast eine Waffe und eine Weste. Die Weste und die Oste. Geht's hier nicht weiter in dem... Nee, anscheinend nicht. Gucken wir noch mal, obwohl, das hilft uns natürlich nicht so viel weiter. Mm-mm. Ja, aber du hast ja auch genug Items bekommen hier. Ja, der Freiraum, ich kann hinten oben auch noch mal jetzt probieren, da haben wir auch noch nicht... Stimmt. Also sie markiert ja jetzt hier für die Schattenwelt oder was auch immer, das ist trotzdem hier auf dieser Karte. Ich drehe mich um und laufe nach rechts durch und probiere es oben. Da, ach, da ist gar nichts. Oder? Doch, oder? Doch, auf die Tür. Ah. Okay. Okay. Check. Ja, ich bin wirklich langsamer. Wenn ich jetzt hier gerade. Ah, okay. So werde ich auch erwischt. Und hier ist auch, okay, hier war auch nichts. Da muss ich wieder zurück wahrscheinlich. Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal erwischt hätte, würde ich wahrscheinlich die Weste ablegen, weil ich kann den sonst nicht weglaufen, den Johnny. Kannst du irgendwie so einen Dodge eigentlich machen oder sowas? So einen Seil? Ich habe einen Seitwärtslauf-Move. Okay. Also nicht ausweichen, aber wenn ich hier... Okay, das ist jetzt nicht so, weil der Gegner sind. Wo gehst du aber jetzt wieder hin? Aber ich kann mit L und R, kann ich, wenn ich stehe, seitwärts laufen. Wie bitte? Wo du jetzt wieder hinläufst. Ja, ich würde mal auf der... Ja, im Süden. Okay. Aber von da sind wir gekommen. Ja, aber da ist immer noch ganz viel offen, wo man nicht weiß, wo sind die Beschränkungen. Aber wenn ich jetzt runterlaufe zu meiner Linken, kann ich es mal probieren, ob da keine Wand ist. Da sind zwar keine Türen markiert, aber vielleicht können wir auf diesen Platz in der Mitte. Ui. Du machst das aber ziemlich gut. Hier, finde ich. Sieht gut aus. Nein, scheiße. Vielleicht kann man trotzdem durch? Nein. Mein Gefühl ist es übrigens, ich komme besser zurecht mit Steuerkreuz als mit Analogstick für die Panzersteuerung. Und eben gerade hast du ja auch eine Wand gesehen in der anderen Geschichte, ne? In dieser Schlucht. Okay. Und wo war ich? Also hier sind wir. Oh, da habe ich kaum was geguckt an Türen, ne? Da bin ich ja direkt gelaufen. Ja, stimmt. Theoretisch könnte ich ja jetzt zum Safe-Punkt erstmal, dass unsere ganzen Sachen safe sind. Würde ich ja erstmal machen. Okay. Was ist das? Das ist richtig. Ja, Mann! Okay. Würde ich sagen, haben wir eigentlich auch einen guten Ausstiegspunkt für hier erreicht. Auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Das war doch wieder ein kleiner Blast. Ja, super viel gemacht, würde ich sagen. Nicht einmal gestorben. Es macht Fun, muss ich aber wieder sagen. Also natürlich, du merkst dem das Alter an. Wir sind jetzt auch bei fast 20 Jahren bei dem Spiel hier. Aber mit dem Upscaling sieht die Optik noch fesch aus. Ne? Hast du gut gemacht, dass du das so vorbereitet hast. Hoffen wir mal, dass es noch vernünftig weiterläuft. Bisher war es okay. Bisher lief es gut. Wir haben die Lampe, wir haben das Radio, wir haben eine Waffe. Was soll denn noch schief gehen? Perfekt. Ja, ich würde sagen, fürs nächste Mal, dann geben wir den Controller dann weiter. Mhm. Aber dann schalte doch gerne wieder ein, wenn es heißt dann Silent Hill 3 mit uns dreien. Die Silent Hill 3 sind wir. Will man sagen. No? Und gehabt euch wohl, abonniert, läutet die Glocke, macht, was ihr gerne machen wollt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.